So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Oh yeah, im letzten Part haben wir die Dunkelhöhle erforscht und ich kann sagen, dass ich alles gefunden habe, was da drin irgendwie zu finden ist, glaube ich jedenfalls. Ich habe die Maps durchgesehen und ich kann mich an jedes Gebiet erinnern, also dass ich überall bereits gewesen bin. Das heißt, wir fliegen nach Dukatia City, um dann da Team Rocket aufzumischen. Ich habe übrigens mein Inventar sortiert, ganz, ganz geschickt. Oh, das zeige ich euch mal eben. Moment. Ich habe auch Sachen verkauft und Sachen auf den PC gelegt und weiter. Tranke, jetzt sehen wir alles schön sortiert, geordnet, upsala, wie ich das gerne habe. Ich habe hier die Gegengifte parallel und so weiter alles mal auf die Box gelegt und durch Hyperheiler ersetzt. Einfach, weil es platzsparender ist. Und ja, das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch als Ballast dabei haben, ist die Beere. Die möchte ich nämlich dem Miltag geben. Mhm. So, aber ein andermal. Jetzt geht es erstmal darum, Team Rocket zu klatschen. Und jetzt kommt's. Achtung, Leute, der Weg hier ist gar nicht versperrt. Ich dachte, der Weg zum Radioturm wäre da unten. Warum auch immer, wir konnten jederzeit hier einfach hingehen. Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich nichts an. Genau. Hm. Das ist also der Radioturm. Was willst du, Nervensäge? Hau ab, Mann! Okay, alles klar, wir gehen ja schon. Oh Gott, was ist los hier? Was ist los? Guten Tag, leider bieten wir heute keine Führungen an. Ja, vielleicht weil Team Rocket hier Stress macht, eventuell. Immer noch, endlich haben wir den Radioturm besetzt. Nun wird jeder den Team Rocket Terrorapparat kennenlernen. Wir zeigen euch, wie böse wir sind. Wie böse. Böse. Na gut, alles klar. Dann, show me your evil moves, man. Wir nennen dich einfach mal Michael. Einfach so. Ohne bestimmte Bedeutung. So, deswegen werde ich Schlammbad benutzen. Also nicht deswegen, ich meine, ich hätte sowieso Schlammbad benutzt. Oh, Hyperzahn, der wird wehtun. Ah, nicht so. Nicht so sehr. Wird höchstens ein 4-Hit-KO bei dem Schaden. Und wir machen ein Tool-KO. Oh, und haben wir Gift dabei. Wunderschön, Smogon. Wunderschön. Guck mal, er gibt schon auf, macht Ruckzucki, macht gerade mal 9 Schaden. Wir geben jetzt einfach jedem Rüpel einen Namen hier, würde ich sagen, oder? Finde ich schon. Vielleicht sehen wir mal wieder einen weiblichen Rüpel. Ich meine, wir haben bisher einen gesehen, so glaube ich jedenfalls, dass es eine war, mehr nicht. Und noch ein Radikal. Ganz schön radikal mit deinem Radikal hier. Deswegen werden wir weiter auf Schlammbad plädieren, denn gegebenenfalls wird der Kampf ähnlich verlaufen wie der eben. Also wenn du jetzt vergiftet wirst und nach Hochzug kommt, lache ich, weil dann ist wirklich exakt das gleiche. Oha, vergiftet und jetzt der Hochzug. Trollololol, okay, ja, der Kampf lief 1:1 so ab, wie der eben. Na gut, okay, ich glaube, er hat jetzt hier ein bisschen weniger Schaden bekommen, aber egal, ihr wisst ja, von der Abfolge her, so war es gemeint. Ne? Radikal geht in Grund und Boden unter. Schön, und der Rüpel wurde besiegt. Ja, Michael, das war's, zu stark, wir müssen dich im Auge behalten. Das finde ich auch. Also nein, finde ich eigentlich nicht, aber ich sag einfach, dass ich das auch finde. Stimmt's, warum möchten sie den Radioturm besetzen? Wegen den krassen Radiowellen hier. Das heutige Passwort, Hilfe natürlich! Hi Pummeluff, sing mal was. Oder das ist tatsächlich ein weiblicher Rüpel. Da ist mal wieder ein weiblicher Rüpel am Start. Also wir wollen aber mal hier unser Team ein bisschen umswitchen. Tabuga nach vorne. Hahaha, wie langweilig. Es war viel zu leicht, hier das Ruder zu übernehmen. Komm schon, heitere mich auf. Na gut, das mache ich. Ich nenne dich Rüpel. Yvonne, du bist jetzt Yvonne. Rocket Rüpel Yvonne möchte kämpfen. Okay, dann schick mal deinen Arbok ins Rennen. Ob wir dann nochmal, also man muss sagen, das Muster von Arbok sieht hier schon echt creepy aus. Ich meine, klar, darauf ist angelehnt, ne? Das ist ja der Sinn einer Kobra, nicht wahr? Aber ich glaube, in den späteren Gens ist es nicht mehr so gut zu identifizieren wie hier. Könnte schon fast ein Geist-Pokémon sein. Oh, aber das ist ja der Clou, wie bereits gesagt. So, Fliegen machte gar nicht mal allzu viel Damage, aber ich krieg gleich ein Level-Up und das freut mich doch irgendwie schon ein bisschen, um nicht zu sagen, ziemlich, sehr, doll, arg. So, Fliegen, irgendwie, ja, aber kommt nicht dazu, irgendwas zu machen hier, ich weiß auch nicht, deswegen benutze ich einfach Ruckzuck-Hieb und klatsche es an die Wand, bam. So, schön. Aber wurde ja schon noch von einem Tauboga besiegt, wenn man da wieder an die erste Staffel zurückdenkt, oh. Tja, wer bist du? Mein Name ist Christa. Oder ich bin auch der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Kaugummi, der unter deinem Schuh klebt und so weiter. Ihr wisst schon. Ich wollte mein Übeltal erst zu nennen. Der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Aber irgendwie ist der Name ein bisschen zu lang. Ich habe es mit Abkürzung versucht, da würde kein Mensch wissen, was gemeint ist. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Wieso muss ich gerade an die Rotznasen denken oder so? Oder die Rotzlöffel? So eine Kinder... Band, in Anführungsstrichen.
Eine Kindergruppierung, die früher Musik veröffentlicht haben auf Super RTL. Ach ja. Da singen sie nämlich: Hast du Angst im Dunkeln? Ach ja, ach ja. Die gute alte Kindheit, nicht wahr? Als man tatsächlich noch Fernsehen gucken konnte. Ich gucke seit Jahren kein Fernsehen mehr, Leute. Ich habe nicht mal einen Fernseher. Beziehungsweise doch, ich habe einen, aber der ist nicht mit dem Fernsehprogramm verbunden. Der wird nämlich nur zum Zocken von Retro-Konsolen verwendet. So eine schöne alte dicke Röhre noch. Bam! Tschüss, Radfratz. War nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Das war übrigens gelogen. Haha. So, du hast 5 Pokémon. Das wird alles Radfratz sein. Und ich werde das alles nur 2-Hit-KO. Und das ist das Schlimmste daran. Boom. Stärke. Okay. Oh, guck mal. Oh, Critical Hit, deswegen. Wollte schon sagen hier. Ich wollte schon sagen, ein kleines Radfratz wird ins Rennen geschickt. Na, möchte ich das denn so sehen? Möchte ich das so sehen? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Stärke! Ich bin wieder 2 Level höher hier. Solange Stärke ein 2-Hit-KO ist, ist alles in Ordnung. Da muss ich nicht Steinwurf einsetzen und eventuell nicht treffen. Na, das ist ja leider so ein kleines Risiko, was bei der Attacke irgendwie immer mitschwingt. Ja, ob ich von dem Trainer noch ein Level abkriege bei Onix? Na, 2 hat er noch, ne? Ich glaube nicht, nein. Wenn die jetzt nicht beide Level 30 sind, dann eher unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. So, ne, Level 23. Nee, ich trinke keinen Schluck Wasser. Ich habe einen großen Fehler gemacht, Leute. Ich habe mein Wasser nicht aufgefüllt. Das heißt, es ist jetzt bereits leer. Wie konnte ich das tun? Wie konnte das passieren? Der Ruckzucki, das ist übrigens nicht sehr effektiv, wollte ich mir mal angemerkt haben. Bam und Onix klatscht. Das sieht aus, als würde Onix den Stein genau auf den Schweif von Radfratz werfen. Richtig gemein, das Onix. Und jetzt kommt ein Radikal L40. Na, das würden wir schaffen. Mit 3-mal Kreilschrei. Würden wir das schaffen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde es uns tatsächlich nicht viel Schaden machen. Also Onix jedenfalls. Mit den anderen schon, aber... Naja, es geht ja gerade um die anderen und das war ein Critical Hit. Wunderbar. Tja, Heinz, ich hab vergessen, den Namen zu geben vorher. Entschuldigung, du glaubst, du bist ein Held? Nö, ich glaube, ich bin der Protagonist. Das heißt, ich habe ein Menü und kann Items verwenden. Das könnt ihr nicht. Hi, hey, haltet dich aus unseren Angelegenheiten raus. Ich möchte aber nicht. Ich mische mich gerne in eure Angelegenheiten ein. Ich mische mich gerne in eure Sachen. Rocket, Rüpel, Patrick möchte kämpfen mit einem Zubat. Okay. Jetzt kriegen wir aber das Level Up auf Onix. Und einen Steinwurf. Klatsch, wirft die Felsen auf das arme Zubat drauf. Und schon haben wir das Level Up. Wunderbar, Level 29. So, was ist das nächste? Was ist das nächste? Ein weiteres Zubat. Ja, komm, dann bleib ich einfach drin mit Onix eben. Das klatscht einfach schnell an die Wand und schon kann man den nächsten Trainer gleich eben bekämpfen. Gleich eben bekämpfen, ihr wisst schon. Und... Oh, es reicht nicht mal. Es reicht nicht! Nein, es reicht nicht, siehst du doch. Gottverdammt nochmal. So. Stärke! Bam! Voll auf die Nuss. Und richtig auf die Nuss. Okay, Rocket, Rüpel, Heinz. Wie hab ich den genannt? Hab ich schon vergessen. War das Heinz? Nee, das war nicht Heinz, oder? Also Patrick war das, Entschuldigung. Das war der Patrick. So, wir wechseln erstmal unser Pokémon aus hier. Moment kurz. Ja, das kommt davon, wenn man sich nicht genug zu trinken hinstellt und einen trockenen Hals hat. Dann kriegt man gerne mal einen Hustenanfall, so wie ich gerade. Uncool. So, Fukano, du darfst ein bisschen kämpfen. Gegen Peter. Vor 3 Jahren war das Team Rocket gezwungen, sich aufzulösen. Wir arbeiten hier gerade an einem Comeback. Ja, ich weiß, das macht ihr schon die ganze Zeit über. Im Brunnen und dann da in Margo in der City und jetzt hier im Radioturm. Merkt ihr eigentlich nicht, ohne Anführer seid ihr noch hoffnungsloser als sowieso schon. Aber na gut, wollen wir uns einfach mal glauben lassen, dass irgendwie was nutzt, wenn sie da den Stuff machen. Vergessen wir, dass ich mit Fukano Buddy Check habe. Das ist gegen Pokémon wie Slimer vielleicht gar keine schlechte Alternative. Ich probiere es gleich mal. Aber jetzt habe ich ihn eh verbrannt, also... Na, und jetzt ist das Buddy Check natürlich nicht mehr allzu gut. Jetzt nicht mehr. Glut kriegt immer einen Step und so weiter und so fort, ne? Aber Slimers physische Verteilung ist immer schlechter als eine spezielle. Trotzdem, jetzt muss das nicht mehr sein. Jetzt greife ich einfach hier so an. Und der Brandschaden... Wird den Rest erledigen, Schlammbad macht jetzt eh nicht mehr viel Schaden. 10 vielleicht. Ja, 11, okay. Oh, natürlich bin ich vergiftet, großartig. Großartige Leistung, Slimer. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Oh nein, okay, jetzt kann ich mal mit Bodycheck probieren. Ich bin zwar vergiftet und mache jetzt hier... Ich mache mir selber wahrscheinlich jetzt fast genauso viel Schaden, wie der Schaden, den ich zufüge.
Ja, guck doch mal. Ich sag doch, das sieht gut ab. Das zieht gut was ab. Ich werde nach dem Kampf erstmal mich ein bisschen mit Tränken hochheilen. Denn ich habe nicht so wirklich Bock, jetzt nochmal zurück zum Pokémon Center zu rennen. Das war gut, Fukano. Das war also fast gut. Das war der Versuch, gut zu sein. Und das ist ein Aussetzer. Ach, Mann. Wie überaus unpraktisch. Na gut, aber Glut sollte eigentlich reichen jetzt. Den wenig KP. Ja. Hervorragend. So, jetzt ist mein Buddy-Check natürlich... Oh, ein Slimog sogar. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab, liebe Leute? Oh, wow, cool. Was ein cooler Sprite. Besser, als würde die Hand so nach oben halten und damit so aussieht, als würde er einen den Mittelfinger zeigen. So, Slimog. Ich bin ein riesen Slimog-Fan. Wisst ihr ja eventuell generell Slimog und Smogon... Smogmog. Oh, tolle Pokémon der ersten Gen. Großartig. Tauboga, du bist ein Noob. Warum schlägst du da daneben schon wieder? Wie oft passiert dir das eigentlich? Mann. So, ruckzuckieb. Tauboga, guck mal, toll. Jetzt machst du noch. Du hast jetzt zugelassen, dass der Gegner zweimal Härtner einsetzt. Und deswegen machst du jetzt keinen Schaden mehr. Merkst du was? Das war dein eigener Fehler. Tauboga, warum? So, das wird jetzt hier leider enger, als es sein sollte. Ich werde jetzt auch nochmal Fliegen benutzen. Weil dann gebe ich ihm die Chance, eventuell nochmal Härtner zu machen. Ob das was in der gesamten Situation ändert, eigentlich wahrscheinlich nicht besonders, aber so fahre ich gerade ganz gut. Wir beide machen uns immerhin kaum Schaden, ne? Das muss man mal sagen. Flatsch, so, ruckzucki hier nochmal. Und da nochmal ein Pfund. Ach, ist das schön. So, vielleicht benutze ich gleich doch nochmal. Na, wobei, nee, lieber nicht. Lieber nicht, nachher schlage ich nochmal daneben und dann kommt nochmal ein Härtner oder sonstiges und dann verliere ich den Kampf womöglich noch. Also, den Kampf Tauboga gegen Slimog, den Kampf jetzt ganz nicht zu verlieren, ist eher nicht so wahrscheinlich, aber ja, sehr schön. Good job, Tauboga, du hast wieder gut gemacht. Ich nehme die Bezeichnung Noob zurück. Pa, keine Zeit für was hat er gesagt? Sentimentalitäten wahrscheinlich, ne? Okay, alles klar, wollen wir erstmal unsere Pokémon heilen. Zack, Fukano ist wieder fit. Das ist schön. Den Trank benutzen wir. Können wir direkt mal hier ein bisschen unser Inventar aufräumen. Indem wir ein paar von den ganzen Items benutzen. Ich dachte, ich habe irgendwie Slimog gelesen anstatt Smogon. Warum auch immer. So, Tauboga wird es eh erstmal nicht kämpfen. Weil es schon Level 29 ist. Jawohl. Und ab nach oben. Bäh, 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 bäh. Für Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Ja, wem sagst du das? Deswegen bin ich ja hier, um das zu verhindern. Ne? Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden, der Team Rocket herausfordert, pulverisieren. Gut, das ist überhaupt kein Ding. Probier einfach, was immer nötig ist, lieber Rückpel Wolfgang. So. Und mit deinem Smogon. Mit deinem Smogon. Gegen mein Smogon. Muss das sein? Wir werden uns gegenseitig kaum Schaden machen. Aber na gut, ich lasse mich mal darauf ein. Tackle, du machst mir 4 Schaden. 5, verdammt. Ich habe mir schon zweimal diesen Pfad um 1 verschätzt, Leute. Nein, das ist ein schlechtes Omen. Ich weiß zwar nicht warum, aber... Oh, ja gut. Ja gut, okay. Gut, dass ich das aushalte. Das heißt, ich habe ein anderes Pokémon noch... das war aber... mehr Schaden, als ich jetzt erwartet hätte. Und Slimer. Sliming ist Smogon. Och Mann, ey, das sind alles solche Matchups. Alles nicht so cool, Leute. Alles nicht so cool. Muss man nochmal sagen. Ich würde es tatsächlich wagen, wenn ich ein bisschen mehr KP hätte. Vielleicht benutze ich gleich einen Trank oder so. Mal gucken. Fukano benutzt den Buddy-Check. Wieder mit unglaublich viel Schaden. Macht sich selber gar nicht mal so viel. Ja gut, jetzt kommt der Härtner. Da benutze ich natürlich jetzt Glut. Ich hätte wahrscheinlich sowieso Glut gemacht. Außer ich... verklick mich, weil ich zu hastig bin. Schnell, gedrücken. Es passiert nur irgendwas. Nein, Mann, da konnte ich nichts mehr tun. Es war mir einfach überlegen. Der Button, der war zu schnell. Der Button war zu schnell, liebe Leute. Zubat, schrei mich nicht so an. Mehr Level 23 vor allem wieder. Nee, nee, nee. Auch wenn ich glaube trotzdem, dass wir demnächst trainieren müssen. Ah, natürlich, da muss ich einmal wieder nicht stärke. Und schon geht Angriff. Nee, aber das macht mir nur einen Schaden. Komm schon, da muss ich auch richtig tippen, oder? Nee, natürlich zwei. Mann, oh. Bam. Der Steinwurf. Wunderbar. Auf Wiedersehen, Zubat. Jum. Was kommt da? Ein Radfratz. Ein Radfratz, liebe Freunde. Da lasse ich doch Onix mal draußen einfach.
Der räumt mit der Ratte den Boden auf. Also der wischt mit dem Ding den Boden auf. Das wollte ich sagen. Er räumt den Boden auf, genau. Und packt ihn so am Schweif. Und dann mit dem Schnurrbarthahn quasi. Das fungiert dann als Besen. Onyx, bam! Sehr gut. Hervorragende Arbeit. Nahezu perfekto. Was? Tja, kommt vor, ne? Kommt vor, so dass noch einer gleich. Nium. Vulcano und Smogon, die werde ich mal wieder beide heilen. Denn immerhin sind die beiden, die jetzt hier kämpfen sollen. Um schnell Level 29 zu erreichen. So, was ist mit dir hier? Oh, du bist auch einer. Was war dein fremdes Kind hier? Wer bist du? Oh! Ich dachte, du gehörst zur Ausstattung. Zur Ausstattung. Zum Personal. Wie heißt der? Ingo? Okay, den brauche ich keinen Namen geben. Der heißt Ingo! Cooler Name. So, Mann, natürlich Smogon wieder gleich zu Beginn. Oh Mann, Smogon ist kein gutes Matchup für die Rüpels. Liegt wahrscheinlich daran, weil sie selber oft Smogon benutzen oder Pokémon. Gift-Pokémon halt. So viele Gift-Pokémon, Leute. Gerade Vulkan hat schon 80 KP. Das ist verhältnismäßig gar nicht mal so wenig. Das ist gar nicht mal so wenig, wenn man bedenkt, dass wir auch Vulkan noch einmal entwickeln werden. So, und das Level-Up, da ist es doch endlich. Nicht, aber... aber gleich, Leute, aber gleich. Nach diesem Magnetilo. Ich habe gerade nicht daran gedacht, dass Smogon noch im Kampf war. Und selbstverständlich deswegen die Erfahrungspunkte ganz gerecht aufgeteilt werden. Oh, das reicht nicht mal. Oh, sie ist ja auch Level 27. Oh, wir hoffentlich einen Satz noch mit O beginnen. Oh, nein, Hyperwelle. Ja, Hyperwelle, sowas ähnliches. Quasi wie Donnerwelle, nur in Hyperstrahl und Donnerwelle. Also ein Hyperstrahl, der immer paralysiert. Und immer trifft. Und Elektro ist. Gut. So, Paar. Jetzt kann ich mein schönes Level-Up nicht sehen, Leute. Nur weil da Paar steht. Bam. Vulkan erreicht Level 29. Und was kommt jetzt? Lass mich mal raten. Oh, ein Magnetilo. Die große Überraschung. Armes Vulcano. Irgendwie kriegt er dauernd irgendwelche Statusveränderungen an den Kopf geschmissen. Armes Vulcano, was kann der denn dafür? Zielschuss. Kommt gleich Blitzkanone. Bam. So, vielleicht hat das ja weniger speziell Verteidigung. Sodass ein Blutangriff ausreicht. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja sowas wie ein... Oh Gott. Oh Gott. Du benutzt Zielschuss nur, um Superschall einzusetzen. Ist das dein Ernst? Das ist eigentlich völlig überflüssig, weil ich meine, er ist ein NPC und wir alle wissen, dass NPCs immer treffen mit Superschall. Außer sie treffen gerade mal nicht. Aber sie treffen sehr oft auf jeden Fall, dafür, dass die Attacke eigentlich eine Trefferquote von 55 hat. Super, Vulcano. Du machst das großartig. Großartig, Vulcano. Und da der Ultraschall. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Warum? Verwirrung immer noch der bescheuerte Status, den man haben kann in einem Pokémon-Spiel. So, Smogon, das schaffst du jetzt aber. Tackle macht zwar nicht viel Schaden, aber er hat auch nicht mehr viel KP. Also zwei Tackle. Ja, genau. Reichen. Nein. So viel zum Thema Superschall vom Gegner trifft immer. Jinxed it. Platsch und Tschüssikowski Magnetilo. Danke für dein Level Up. Es war nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Wunderbar. Inge wurde besiegt, Mann. Ich habe dich nicht ernst genommen. Warum nicht? Aber warum denn nicht? Der Anführer von die Rocket hat sich selbst eingeschlossen, aber der Intendant besitzt einen Schlüssel. Findest ihn im vierten Stock. Bitte rette ihn. Aber ich will hier rein. Der Schlitz für den Türöffner. Na gut, und dann gehen wir nach oben. Natürlich nicht, wir wollen jetzt gegen den hier kämpfen. Es ist ein tolles Gefühl, Pokémon zu Verbrechen einzusetzen. Okay. Wenn man sonst keine Hobbys hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es bestimmt was ganz Tolles ist. René. Oh, der hat einen Smogmog. Ein Smogmog sogar. Ah, wisst ihr was? Ich benutze mal jetzt einfach mal Finale. Einfach zu gucken. Ich möchte wissen, wie viel Schaden das macht. Finale! Bam! Der Smog einfach verschwindet, als wäre es wirklich geplatzt. Wieso reicht das? Es sollte nicht reichen. Ich dachte, er hat noch ein bisschen KP übrig. Naja, Machst du Witze? Ja, ich mach Witze. Verdammt, es war wirklich nicht geplant, dass er jetzt down geht. Ich wollte eigentlich dann mit einem anderen Pokémon finishen. Na gut, Leute. Ich gehe aber offscreen jetzt nochmal zurück und heile meine Pokémon. Die sind doch ein bisschen angeschlagen hier. Ja. Ja, doch. Ey, und heile meine Pokémon. Und für nächstes dafür haben. Yay. Und nächsten Mal machen wir dann weiter im Radioturm. Wenn es darum geht, Team Rocket ein für alle Mal zu stürzen, damit sie niemals wiederkommen. Also, dass sie sich überhaupt nicht trauen, hinter ihrem Steine vorzukommen. Leute.
Bis morgen. Ciao.